Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem neuen F1 Projekt. Och, das ist alles entspannt, mein Lieber. Ich heiße euch willkommen zu unserer neuen Karriere. Wir sind unterwegs mit dem Team die Silberpfeile. Denn seit 2020 haben wir keine silbernen Autos mehr auf der Rennstrecke gesehen, was ich fast schon für einen Skandal halte, denn ich bin mit silbernen Autos aufgewachsen. Ja, früher ist Mika Häkkinen gegen Schumacher gefahren, später Räikkönen gegen Schumacher, Räikkönen gegen Alonso. Gut, dann war es mal kurzzeitig Schumacher gegen Alonso und Räikkönen ist dann nicht mehr um den Titel mitgefahren, aber dann wieder. Aber dann waren sie ein bisschen chrommäßiger unterwegs und ich habe so ein bisschen mehr versucht, den Look bis 2005 einzufangen und habe mir gedacht, hey, wir gehen mal so ein bisschen zurück in der Zeit und erwecken quasi die Silberpfeile wieder auf. Haben ja eine unfassbar lange Historie und was die Performance angeht, so wird direkt auf Augenhöhe mit Red Bull und mit Mercedes. Das ist unfassbar geil und verspricht eine spannende Saison. Zumindest zwischen den Top 4, vielleicht Top 5 Fahrern. Schauen wir mal. So, wir gehen nämlich nicht zum Driver Market, sondern zu den Standings. Da sehen wir das auch ganz gut. Verstappen und Ricciardo sind bei Red Bull. Ricciardo hat sich gedacht, ey, bei McLaren läuft es nicht so gut. Ich gehe zurück zu Red Bull. Red Bull sagt, ja, läuft. Dann verschieben wir Perez zu AlphaTauri. Yuki Tsunoda bleibt da auch. Und Pierre Gasly nimmt den Platz bei Ricciardo ein von McLaren. Ist doch entspannt. Und tatsächlich war in dieser Karriere sogar ganz kurz Alonso ein drittes Mal bei McLaren und war dann raus. Schade. Aber das ist die Vergangenheit. Jetzt gucken wir mal hier rein. Ich habe wie immer die erste Season simuliert. Charles Leclerc und Carlos Sainz bei Ferrari. Bei Williams haben wir Valtteri Bottas. Das heißt, bei Mercedes gibt es auch eine Änderung. Hamilton ist dort. Ja, dann haben wir bei Aston Martin Luca Giotto und Sebastian Vettel. Dann haben wir bei Williams noch Lance Stroll neben Valtteri Bottas. George Russell bei Alfa Romeo, genau wie Giovinazzi. Bei Alpine haben wir Ocon mit Guan Yu Zhou, der ja auch neuer Formel-1-Fahrer wird, Alpine Junior ist. Und Latifi ist schon wieder Teamkollege von Hamilton. Fragt mich nicht, warum. Und David Coulthard, der im Abspann in den Credits quasi direkt neben mir ist, beziehungsweise ich bin direkt neben ihm, der ist unser Teamkollege. Mhm. Ja, damals Teamkollege gewesen, sowohl von Räikkönen als auch von Mika Häkkinen. Und ja, ich freue mich da auf die Season mit David und David. Haha. So, wir gucken uns den Kalender auch nochmal ganz kurz an. Bahrain, Spanien, Monaco, Kanada, Österreich, Belgien, Monza. Dann haben wir Mexiko, Brasilien und Saudi-Arabien als Season-Finale. Und ich hoffe, dass es ein bisschen weniger chaotisch dann abläuft als der reale Saudi-Arabien-GP. Schauen wir mal. So, ansonsten gehe ich nochmal ganz kurz durch die Lackierung und auch durch die Sponsorenfarben, weil Sponsorenfarben müssen immer ein bisschen anders sein als die Lackierung. Ich zeige das einfach mal ganz kurz so im Schnelldurchlauf. Vintage ist die Lackierung, ihr seht es gerade. Passenderweise der Name. Und hier bin ich nicht ganz bei schwarzen Aufklebern, sondern das ist eher grau. Eigentlich ist es eine 10, aber springt manchmal auf einen 9 zurück. Sondern das Dunkel, das Rot ist da auch ein bisschen dunkler, damit es perfekt passt. Und ja, that's it. Und ansonsten seht ihr ja, wie die Aufkleber angebracht sind und welcher quasi weiß ist, welcher grau ist, welcher rot ist. So, gehen wir auf die Strecke? Gehen wir auf die Strecke. Ich bin mal gespannt, wie es ist, das Auto zu fahren. Wie gesagt, die Performance ist super identisch. Ups. Zu Red Bull. Ach ja, genau. Es gab ein Problem, nämlich mit der Aerodynamik. Da mussten wir alle Teile quasi saven bei der Aero-Abteilung. Und das haben wir entsprechend auch hinbekommen. Ja, alles super. Aber deswegen konnten wir nicht weiterentwickeln. Ist aber auch gut, wenn wir gleich auf sind mit allen anderen Teams, ne? Durability Upgrade machen wir mal quasi ordentlich, was die Abteilung angeht. Und die Performance ist immer noch unverändert. Ich habe die Motorschäden wieder aktiviert, so lange bis man den ersten Motorschaden hat, weil ich finde, ein Motorschaden in 10 Rennen ist okay. Aber zwei oder mehr ist halt einfach einerseits statistisch sehr unwahrscheinlich, wenn man sich anschaut, wie zuverlässig die Autos heutzutage sind. Und darüber hinaus nimmt es einem jegliche Chance, den Titel zu holen. Jetzt rein ins Wochenende. So, let's go ins Qualifying. So sieht das Auto also aus der Onboard aus. Boah,
Speed haben wir. Wie immer bin ich beim Quali mit einer etwas niedrigeren Stufe unterwegs als im Rennen. Okay, also ich muss auf jeden Fall ein bisschen weniger Frontflügel fahren, glaube ich. Oh, oh, Alter. Eieieiei. Ist vielleicht die Reifentemperatur recht hoch? Ja, schon auch. Was geht ein bisschen nach vorn? Ja, ich muss auf jeden Fall ein, zwei kleine Setup-Änderungen gleich noch machen. Aber P8 ist schon mal okay. Ganz vorne haben wir Lewis Hamilton, 11.000stel vor Ricciardo. Das ist super, super knapp. Verstappen eine ganze Zehntel hinter Daniel Ricciardo dann. Dahinter Charles Leclerc, knapp vor Pierre Gasly, Latifi, Coulthard und ich mit einem etwas größeren Abstand. Näher dran da eher an Lando Norris und Carlos Sainz. Aber die Top 10, das sind im Prinzip die Big 5 Teams. Und dahinter dann Perez und Vettel. Auch not bad, definitiv. Mal gucken, wenn hier jemand patzt, dann erben die auf jeden Fall Punkte. Und ich hoffe, dass ich David Coulthard im Rennen kriege. Eine Zwei-Stop-Strategie soll es wohl werden mit zweimal Softs. Gucken wir mal, wie es läuft. Anderthalb Runden Sprit haben wir überschüssig. Rein ins Rennen. Alter, Coulthard, ich habe so einen Traumstart gehabt und Coulthard ist immer noch vor mir. Beide zwei Plätze gut gemacht, Ehrenmann Diggi. So, ich habe den Frontflügel mal ein bisschen runtergestutzt. Zwei Klicks. Hoffen wir, dass das funktioniert. Boah, und Hamilton fährt da komplett allein. Vorne weg und Hamilton, Bottas ist... Nee, Latifi ist direkt neben mir. Oh Gott. Uiuiui. Stand jetzt ist David Coulthard mit einer super Pace unterwegs. Der hat mich aus dem DRS-Fenster rausgekegelt kurzzeitig. Und Latifi macht hier definitiv noch Druck, aber kommt noch nicht in Angriffsposition. Das ist gut für mich. So, und hoffentlich geht's jetzt ins DRS-Fenster von Coulthard. Oh mein Gott, Alter. Oh, keine Ahnung, wo das Übersteuern auf einmal herkommt jetzt. Warum fährt sich das Auto so anders als die Fahrzeuge vorher? Warum ist der Renault so viel stabiler gewesen? Ich probiere einfach mal an Latifi dran zu bleiben. Ich muss aber hier eigentlich vorbei, ne? Ah, okay. Gut, dass ich ihn überholt habe. Er wird ein Problem am Auto haben. Gut zu wissen. Oh, Probleme? Nein! Der McLaren ist raus. Oh, das ist so bitter für Gasly. Der hatte so ein gutes Rennen abgeliefert bisher. Und Safety Car, okay. Boxbox. Ja, ich glaube, ich werde jetzt auf Medium-Reifen gehen und auf Softs zum Ende hin nochmal. Ich werde nicht jetzt Mediums nehmen, sofort wieder auf Soft wechseln und dann nochmal am Ende Soft. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Diese 24 Runden, die wir da fahren müssten.
Deswegen einmal Medium-Reifen und dann nochmal Soft-Reifen drauf. Vielleicht. Mal gucken. Ich hoffe, ich bin auf Mediums konkurrenzfähiger. Oh no, Kultat braucht auch noch einen Flügelwechsel. Warum? Warum alles in der Welt braucht einen Flügelwechsel? Oh no. Ja Leute, come on. Das ist belastend. Okay Leute, rein ins Rennen. Ich weiß nicht, warum das Auto wieder so rutschig ist. Ist die Aero egal? Brauche ich Chassis? I don't know. Ich dachte, Leclerc sendet jetzt auch, oder? Sainz? Sainz. Alter, wie Sainz da weggesendet wird. Meine Güte. Und direkt hinter Vettel. Sorry, Sepp, aber ich muss hier schnell durch. Oh Gott, ich bin so viel schneller als der Alpine. Hallo, Guan Yu Zhou. Lass mich bitte vorbei. Danke. So, let's go. Alright, vor mir wird gefightet. Latifi immer noch langsam, glaube ich. Und der zweite McLaren hat gerade auch Probleme. Oh, Berührung! Und da greift mich jemand an. Vettel, glaube ich. So, vorbei an Latifi, vorbei an Russell, ran an Norris. Lando Norris hängt hier an Mazepin fest. Na komm schon. Komm schon, Lando. Sehr gut, ich zieh mit. Sauber, Lando. Weiter. Oh Gott, da vorne wird wieder gefightet. Weiter, 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 weiter. Sehr schön. Komme ich früh aufs Gas. Ja, sieht gut aus. Norris übrigens mit Softs. Auch Kultat hat Softs anscheinend. Bin mal gespannt, was die für eine Strategie fahren. Boah, schöner Zweikampf mit Norris. Das macht Laune. Bottas vor mir. So, dran an Bottas. Da vorne wird wieder gekämpft. Alpha Tauri gegen Williams. Und Lance Stroll haben wir auch schon im Blickfeld. Boah, Alter! Ey, ich glaube, wir haben entweder ein bisschen Probleme beim Setup. Da habe ich mich eventuell verzettelt.
Oder das Fahrzeug passt von der Balance her noch nicht, weil es ist auf jeden Fall viel, viel wilder als der Renault. David Coulthard kann sich hier aber super gut durchs Feld slicen. Okay, was gibt's? Nice, das freut mich jetzt. Finde ich gut. Könnte auch die Strategie von Coulthard erklären. Ich habe auch Quersteher, genau wie Stroll. Nicht gut. So, ich ziehe hier schnell vorbei. Ich hoffe, dass ich direkt bei Ricardo im DRS bin. Bin ich nicht. Ist okay. Auf der nächsten Geraden dann. Und davor wird gefightet mit Schumacher unter anderem. Mick Schumacher fightet. Yuki Tsunoda an der Box. Waren einige ja gar nicht drin während der Safety-Car-Fahrt, sonst könnte sich bezahlt machen, denn die fahren jetzt einen Stop, glaube ich. Red Bull gegen Alpha Tauri. Ricardo gegen Perez, Fragezeichen? Weil das könnte lustig werden. Derjenige, der jetzt ersetzt wurde durch Ricardo, gegen eben Ricardo. Hallo Mick. Auch nicht reinstechen. Boah, ich bin so viel schneller als Mick, aber ich weiß halt nicht, wie ich hier vorbei soll oder nicht. Ja gut, muss hier vorbei. Ich kann das DRS nicht für mich gewinnen. Muss da vorab schon vorbei. Und es ist tatsächlich Ricardo gegen Perez. Okay, 1,6 Sekunden zu Ricardo. Wow, Coulthard schon auf 3. Starkes Rennen. Teamkollege ist da in der Box. Okay, der holt sich harte vermutlich. Perez ebenfalls drin und Ricardo 1,7 Sekunden vor mir. Ich hoffe, dass ich jetzt als einziges so ein bisschen die Reifenflüsterer-Eigenschaft habe, sodass jetzt alle anderen auf Mediums nochmal wechseln müssen und ich auf Soft wechseln kann. Und hoffentlich bringt mir das auch einen Vorteil, wirklich. Lewis Hamilton an der Box, der ist auch auf Soft-Reifen gewesen und fährt jetzt mit Medium-Reifen weiter. Okay, das ist also ein bisschen der Unterschied zwischen einem Mercedes und einem Silberpfeil. Mercedes kann da so ein bisschen mehr pushen mit den Reifen. Okay, Ricardo und Leclerc vor mir sind jetzt auch an der Box und ich habe gerade mal nachgefragt. Tatsächlich ist David Coulthard sogar auch auf dem Medium-Reifen unterwegs jetzt. Also der hat Soft-Medium genommen als Strategie. Ergo, der bringt die Softs jetzt über 15 Runden oder so durch. Crazy. Die Mediums, sorry. Max Verstappen ist jetzt an der Box. Die Frage ist, ob er jetzt auf Soft-Reifen geht. Weil das würde vielleicht für mich implizieren, dass ich in dieser Runde auch auf Softs wechseln kann. Ja, tut er nicht, glaube ich. Also interessante Strategien, die die alle hier fahren, ne? Hamilton jetzt mit der schnellsten Rennrunde, wird da Verstappen entsprechend wieder überholen. Vielleicht Coulthard auch. Na, Coulthard? Nee, leider nicht. Mein Ziel ist jetzt vielleicht einfach hinter Coulthard ins Ziel zu kommen, weil ich glaube, ihn zu erreichen wird schwierig. Er holt kontinuierlich hier ganz gut auf. Ich muss aber ein bisschen noch fahren, bis ich die Softs aufziehen kann. Ja, und dann gucken wir mal. So, Box, 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 Box. Let's go. Soft-Reifen drauf und dann geht's hoffentlich nochmal voran. Leclerc hat richtig aufgeholt. Hinter einem Alpha Tauri dürfte ich auf jeden Fall auch rauskommen. Hinter dem zweiten vermutlich auch und auch hinter Ricardo. Aber hoffentlich vor dem McLaren. Ach, schauen wir mal. Ja, wobei der McLaren zieht, glaube ich, auch jetzt vorbei, oder? Mal gucken. Nicht reinrasseln. Was ist da gerade umgeklappt bei Norris Heckflügel? Das ist mir gerade eben schon kurz aufgefallen. Schummelt der mit dem DRS oder ist das irgendeine komische Spiegelung? So, let's go. DRS geholt und jetzt ran an Tsunoda. Ich habe die Chance, vielleicht noch 4 Autos zu überholen. Ich möchte es schaffen.
Let's go. So, dran an Alpha Tauri. Das Auto ist so instabil. Beim Anbremsen, beim Rausbeschleunigen, überall. Wir waren in die schnellste Runde. Schwierig zu überholen, wenn der Gegner auch DRS hat, aber mal schauen, hier klappt's. Nice. Nice. So, wir sind dran an Ricardo. Hier muss ich schnell vorbei, damit ich an den Ferrari rankomme. Guan Yu Zhou beendet, by the way, sein erstes F1-Rennen hier nicht. Zumindest nicht das erste, wo wir jetzt auch dabei sind. Mal abseits von der Simulation der ersten Saison. Sauber. Vorbei und 2 Sekunden zu Leclerc. Wow, nochmal eine schnellste Rennrunde. 0,173 schneller, die 73 ist überall. So, und jetzt ran an Leclerc, let's go. Also ich komme jetzt ein bisschen besser klar mit dem Auto, aber auch wegen der Reifenwahl vermutlich. Wow, direkt gejinxt, Alter. Ran an Leclerc. So, wir sind dran an Leclerc. Ich schaue schon so ein bisschen auf den Abstand zu Coulthard. Theoretisch könnte ich den sogar nochmal überholen. Mal gucken. Ziel ist aber erstmal Punkte nach Hause holen, aber natürlich muss ich pushen, damit Leclerc nicht nochmal rankommt. Wenn eben der Abstand nochmal hier gering bleibt, dann kann er angreifen später mit DRS, wenn seine Reifen vielleicht ein bisschen besser sind als meine. Deswegen Flucht nach vorne. Oh, und Verstappen hat Probleme. Spinola! Oh Gott, und ich bin direkt dran an David Coulthard. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich passe jetzt extrem auf, dass ich hier nicht zu früh an Coulthard vorbeiziehe. Die Pace passt auf jeden Fall, ihn nochmal anzugreifen. Und ich werde noch ein bisschen warten, bis ich genug ERS angespart habe, um hier aus dem Nichts eine Attacke gegen Coulthard zu starten. Damit er auch nicht mehr kontern kann. So, wir sind dran. Nice. Weiter. Kann er hier verteidigen? Nächste Chance ergibt sich dann in Sektor 2 auf der Gegengeraden und dann am Ende nochmal vor Startziel auf der Geraden. Der Exit war gut. Ich würde jetzt mal behaupten, Coulthard kann hier nicht kontern. Sehr schön. So, hier vorsichtig durch. Sehr schön. Nochmal die vorletzte Kurve nehmen. Und Hamilton gewinnt das zwar, aber ich bin einfach unendlich happy, dass wir als Team wahrscheinlich die KWM anführen werden. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie das zustande kommt jetzt. Verstappen mit dem dicken Schnitzer. Ricardo nicht optimal in diesem Rennen gewesen. Und wir schaffen's! Yes! Starker Auftakt. Ich hätte niemals an P2 geglaubt. Alter. Ich konnte im ersten Stint nicht mithalten. Ich hatte keine Chance. Null. Und nach dem Safety Car gute Arbeit geleistet. Tatsächlich, glaube ich, war einfach die Strategie hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ich nochmal nach vorne gekommen bin. Und wir haben sogar noch die schnellste Runde geholt. Das ist unfassbar. Und ich rede gerade unfassbar schnell, weil ich glaube, ich bin gerade so aufgeregt und so gehypt. Das ist so crazy. Max Verstappen fällt auf P9 zurück, Latifi auf der 10 und damit gut, Fahrer-WM egal, KWM gerade. P1, und 3 Teams punktgleich, Ferrari vor Red Bull, vor Alpha Tauri. Crazy, geil, und McLaren direkt dahinter mit dem 6. Platz bei 6 Punkten.
Ja, ich bin zufrieden. Guter Auftakt. Und jetzt gucken wir mal die nächsten Rennen, woran es gelegen hat. Woran hat das hier gelegen? Ne? Das fragt man sich immer, woran die gelegen hat. Und beim nächsten Mal wissen wir es hoffentlich. Können die Balance so ein bisschen besser optimieren von dem Auto. Und dann geht es hoffentlich in Richtung Sieg. Aber hier, wie gesagt, ist P2 wie ein Geschenk. Und es war im Endeffekt auch ein Geschenk von Max Verstappen hier. Und ja, ich bin super happy. Wir sind zurück im Hauptquartier und wir werden jetzt ein wenig Simulator-Training für David Coulthard machen und wir machen die Podium-Celebration-Party, komm. Das ist das Einzige, was ich so wirklich mal machen möchte, die Podium-Celebration-Party, weil ich mir denke, ey, das haben sich die Leute alle im Spiel verdient, ne? Und übrigens, Fahrzeugkomponenten relativ wenig abgerieben, bis auf die Control Electrics, da müssen wir nochmal ein bisschen was investieren. Allerdings warte ich da nochmal einen Moment. Wir haben beim Chassis 10 Upgrades und ich glaube, das Chassis abzugraden wird gerade enorm wichtig. So, Weight Reduction und Weight Redistribution. Also Gewichtsverteilung und ja, Gewichtsreduktion. Das ist relativ wichtig. Lasst euch das von jemandem gesagt sein, der definitiv ein wenig Weight Reduction brauchen könnte. So, und ja, 510.000, oh Gott, 5.000 brauche ich da noch. Ja, super. Ah, da wäre ich fast erstmals ins Minus gekommen, schade. Oh, und wir haben ein Event. Oh, die wollte ich abstellen. Ja, machen wir auch sofort. Ganz kurz, die Presse werde ich allerdings noch weiter aktiviert lassen, weil eine Sache gefällt mir da schon ganz gut. Nämlich, dass ich da meinen Teamkollegen immer loben kann. Ja, den Fokus erhöhen wir. Das war in den letzten Saisons immer wieder so ein Problem. Mal gucken, was für einen Fokus hat er. 86, wow. 91 nur Experience. Hätte ich sogar mit mehr gerechnet bei David Coulthard, muss ich ehrlich sein. So. Da haben wir es übrigens auch nochmal bestätigt gehabt. 19 Teile gesichert. Sehr schön. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf Corporation, Driver Perks und rein da. Sehr schön. Ja, darüber hinaus nochmal auf das Chassis. Und ja, Gewichtsverteilung und Gewichtsreduktion, das ist beides eigentlich relativ wichtig. Ja, geht da ein, ja, geht beides bis Spanien. Easy. So, gehen wir rein. Ja, 400 Ressourcenpunkte. Damit könnte ich bald das nächste Upgrade starten, oder? Huch. Hä? Ich hab doch gerade 400 bekommen, oder? Okay, wir haben vom Hersteller ein Upgrade bekommen. Bin ich verrückt, oder haben... 393, ja. Habe ich gerade irgendwas verpasst? Okay, wie auch immer. Ja, mal gucken. Weiter, 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 weiter. Ja. Schade. Ah, nichts mehr bis Spanien. Schade. Wirklich schade. Ja, schade. Das ist natürlich jetzt belastend. Und damit werden wir das nächste Upgrade auch nochmal neu starten müssen. Und dann ist es, das ist dann bis Monaco fertig. Ärgerlich, weil Chassis-Upgrades könnten in Spanien einen großen Unterschied ausmachen, würde ich jetzt mal vermuten. Und ich bin mal gespannt auf das Rennen in Spanien. Ja, hier übrigens einen super krassen Rennstart gehabt. Also wir kamen, hui, pfeilschnell wie ein Silberpfeil durchgeschossen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ihr Lieben. Seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, es hat euch bestens gefallen. Für alle Neuen gerne ein Abo raushauen. Und ansonsten, viel Spaß beim F1 Finale jetzt. Morgen ist ja das Grande Finale in der realen F1. Ja, und ansonsten gibt es dann auch nochmal einige, ein bisschen was an Nachprogramm, so ein bisschen, ne? Gab ja so ein paar Predictions von mir, von ein paar bekannteren Leuten und so weiter und so fort. Und darüber hinaus, ja, so ein bisschen mein Recap und so weiter und so fort. Ist eine lange Saison gewesen. Bin mal gespannt, wie es ausgeht. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein.